Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 Karrieremodus mit dem VfL Bochum. Das dritte und vielleicht schon letzte Vorbereitungsspiel für uns hier in Norwegen. Unser dritter Testspielgegner ist Alesunds FK, der Gastgeber. Und die Ausgangslage für uns vor diesem Spiel ist ganz klar. Wir müssen heute auf jeden Fall gewinnen, wenn es geht, möglichst hoch. Und gleichzeitig müssen wir auf Schützenhilfe von Brøndby Kopenhagen zählen und hoffen, denn die müssen zeitgleich im Spiel gegen den französischen Zweitligisten Pergona, so hießen sie doch, oder? Auf jeden Fall gewinnen. Sprich, wir müssen gewinnen und Brøndby muss gleichzeitig ebenfalls gewinnen. Und wir müssen, ich glaube, mit mindestens 2 Toren Differenz gewinnen oder die Franzosen mit 2 Toren Differenz verlieren. Ziemlich viel Konjunktiv dabei, aber ich denke, wir konzentrieren uns einfach auf unser Spiel gegen Alesunds FK, wo wir vermeintlich, schätze ich einfach mal, leichter Favorit sind als deutscher Zweitligist. Wir spielen im dritten Spiel erneut an der Court Lane, das Stadion, was mir optisch überhaupt nicht gefällt, habe ich glaube ich schon im letzten Spiel gesagt. Am 10. Juli 2016 unter der Leitung von Adrian Glörsen spielen wir mit folgender Startausstellung. Riemann, wie schon in den ersten beiden Partien, in Tor zwischen den Pfosten. Die Viererkette ist die vom ersten Gruppenspieltag, nämlich die mit Pertl links, Bastians und Gül in der Mitte, Celozzi hinten rechts. Auf der Doppel-6 spielen heute, die Namen sind so verdeckt, das ist echt ein bisschen sehr doof gemacht. Auf jeden Fall Lucida, der Franzose, neben Zach Lamm, der im letzten Spiel beim 1:1 gegen die Franzosen das Tor von Johannes Wurz vorbereitet hat. Saklam heute also auf der Doppel-6 neben Lucida. Dann im offensiven Mittelfeld mit Weiland, Eisfeld und Stöger. Und ganz vorne, trotz der leichten Formschwäche, die nach unten zeigt, Piniel im Lapper soll sich in Form schießen. Mal gucken, ob es bei heiterem Wetter in Norwegen klappt. Ja, die ersten beiden Testspiele waren ja nicht so erfolgreich. 0:1 gegen Brøndby. Und im letzten Spiel also das 1:1 gegen, sie hießen doch Pergona, oder? Diese französische Mannschaft, dessen Name ich nicht aussprechen kann, weil ich nicht weiß, wie man sie richtig ausspricht. Ist auch egal, das liegt in der Vergangenheit. Was zählt, ist die Gegenwart. Und die heißt da heute dritter Spieltag im European International Cup. Möglicherweise schon das letzte Spiel für unseren VfL Bochum. Aber wir wollen uns zumindest mit einer guten Leistung verabschieden, sprich möglichst mit einem Sieg. Und was ich mir vorgenommen habe, ich muss einfach mal ein bisschen ruhiger spielen. Auch wenn der Gegner den Ball hat, vielleicht mal nicht immer sofort ins Pressing gehen, sondern einfach mal den Gegner vielleicht auch ein bisschen kommen lassen. Gucken wir uns das an. Dritter und letzter Gruppenspieltag. Bochum wieder in den blau-weißen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts. Und unten rollen die Mannschaftsaufstellung doch durch. Das ist mir in den ersten beiden Partien wohl entgangen. Könnt ihr natürlich unten nochmal die Startausstellungen beider Teams mitlesen. Saklam auf Weiland. Pertl und Weiland wieder also das Paar auf der linken Bochumer Offensivseite. Lucida, Celozzi, der ja im ersten Spiel gegen Brøndby den entscheidenden Fehler gemacht hat. Das ist ein Lappa, will durchstecken. Kommt nicht durch, aber setzt nach. Kein Foul. Und wieder ein Lapper, der da zum zweiten Mal in Folge gleich hängen bleibt. Konterchance für die Norweger, die also komplett in Weiß heute spielen. Über Riese gegen Gül, unser Eingewächs in der Innenverteidigung, löst das sehr gut. Stellt seinen Körper dazwischen, fängt den Ball erstmal ab. Celozzi, der wie gesagt im ersten Spiel gegen Brøndby mit seinen Feder das 0:1 ermöglicht und so die Niederlage mehr oder weniger uns beschert. Die Norweger ziehen sich auf jeden Fall sehr weit zurück mit ihren 2-4-Raketen. Die spielen im klassischen 4-4-2, so wie es aussieht. Celozzi, auch hier verpennt er die Situation erneut. Auch ein bisschen zu lange, um den Ball in den Lauf von Kevin Stöger zu heben. Das ist Castrati, ehemaliger Bundesliga- oder Zweitligaspieler, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und wieder Gökhan Gül, der da den nächsten Zweikampf gewinnt und den Fehler von Celozzi da ausbügelt. Allerdings auf Kosten der ersten Ecke
für die Norweger. Giassi trete diese akrobatisch geklärt per Seitfalls hier. Mlappa macht den Ball erstmal fest. Celozzi, Saklam, Mlappa. Oh, die Pässe von Mlappa. Da kommt, glaube ich, bislang kein einziger beim Mitspieler an. Und nächste Chance. Und wo war denn da im Foulspiel? Da hat der Schiedsrichter wohl irgendein Vergehen von Felix Bastians gesehen. Und deswegen gibt es eine sehr gute Freistoßposition für Riese. Nicht zu verwechseln mit Jun Arne Riese, aber der kann auch Freistöße treten. Allerdings nicht ganz so stark wie der ehemalige Liverpooler Linksverteidiger. Über die Mauer hinweggehoben, allerdings dann doch ein guter Meter zu weit nach oben. Abstoß für Riemann. Links raus zu Pertl. Saklam, ein Lapper, der sich da wieder sehr weit zurückfallen lässt. Ich glaube, da müssen wir demnächst taktisch noch ein bisschen was feinjustieren. Pertl im Zusammenspiel mit Weiland. Wieder Pertl. Oh, da kommt Weiland nicht am Gegenspieler vorbei, der einfach seinen Körper dazwischen schiebt. Geht viel zu einfach. Aber Bochum geht früh drauf. Er zwingt so den Befreiungsschlag und so den Ballgewinn für unser Team. Kevin Schlöger. Rechts geht Celozzi mit. Ah, da wollte ich eigentlich nicht hinspielen. Abseitsposition von Thomas Eisfeld, unserem Zehner mit der Rücknummer 10 auf der Spielmacherposition. Von ihm noch nicht so viel zu sehen. Zeigt an, spiel ihn dahin. Ja, allerdings bitte nicht, wenn du im Abseits stehst. 20 Minuten durch, noch relativ ereignisarme Partie, aber jetzt hat Giassi da mächtig viel Platz. Aber sein Querpass zum Glück zu ungefährlich und Celozzi klärt ein bisschen unnötigerweise da sogar noch zur Ecke, nachdem Bastians und Pertl da auf ihrer linken Abwehrseite die Lücke aufgemacht haben. Vielleicht spielen wir sogar ein bisschen defensiver. Vielleicht sind wir einfach zu offensiv ein- und aufgestellt. Und wieder kommt da der Norweger zum Kopfball. Allerdings genau in die Füße von Gökhan Gül, der den Ball erstmal auf die norwegische Tribüne steckt. Aber wir verlieren momentan nahezu jedes Kopfballduell. Nächster Befreiungsschlag. Diesmal von Pertl. Auch da kann Mlappa sich im Kopfballduell nicht durchsetzen. Castrati. Und es ist schon wieder so eine Phase, die wir auch schon in den ersten beiden Partien hatten. Kein Abseits. Wo wir einfach nicht in die Zweikämpfe kommen. Gökhan Gül mehr oder weniger souverän rausgeköpft. Pertl. So, und jetzt vielleicht mal ein bisschen Konzentration. Ruhiger Spielaufbau, aber die, ihr seht es ja, die beiden norwegischen Viererketten ziehen sich sofort zurück und erwarten einen stürmischen VfL. Stöger. Aber es dauert alles zu lange. Zu wenig Bewegung bei VfL im Vorwärtsgang. Saklam, da wissen sie, die Akteure nicht, wohin sie den Ball spielen sollen. Mlappa, jetzt mal etwas schneller kombiniert. Eisfeld, aber dann ist das da viel zu eng im Zentrum. Und der Ball ist weg und wieder die nächste Konterchance über Boli. Aber Felix Bastians, Bochums Captain, rechtzeitig aufgepasst. Riemanns langer Ball, guter Einsatz von Stöger. Ach, aber dann wieder der Steilpass. Ein bisschen zu steil und nicht zu erreichen für seine Mitspieler Eisfeld oder Mlappa. Aber was auch auffällt, der Gegner spielt nahezu keinen Fehlpass. Wir kommen wieder nicht hin. Felix Bastians, guter Zweikampf, robust sein Körper dazwischen gestellt. Jetzt müsste es mal schnell gehen, aber zu wenig Leute, die damit aufrücken. Mlappa mit der Hacke versucht er da Eisfeld zu bedienen. Der setzt sich auch irgendwie durch und es gibt Abstoß. Ja, da guckt Eisfeld ein bisschen betrüppelt rein. Auch nochmal in der Nahaufnahme und ungefähr so habe ich auch gerade reingeschaut. Warum setzt er denn da nicht nach? Warum geht er denn nicht zum Ball und lässt ihn ins Tor austrudeln? Hat der Verteidiger natürlich gut gemacht. Aber das muss Eisfeld natürlich auch besser machen. Lucida, guter Ballgewinn. Mlappa, wieder Lucida. Klasse gespielt. Eisfeld. Und da ist er wieder. Thomas Eisfeld.
in der vorletzten Saison gekommen, vom FC Fulham, damals trainiert von Felix Magath. Jetzt ist er hier sein Trainer, Eugen Eukalyptus im stylischen Jogginganzug. Kurz vor der Pause nochmal die bis dato beste Möglichkeit in diesem Spiel. Wieder Eisfeld. Guter Pass für Weidand. Was macht er? Dreht sich um die eigene Achse. Flanke allerdings noch abgeblockt. Eine Minute vor der Pause gibt es nochmal die Ecke. Und wieder ein verzweifelter Thomas Eisfeld. Nach gutem Zuspiel von Lucida, der mir schon im ersten Spiel sehr gut gefallen hat gegen Brøndby Kopenhagen. Der Franzose hat hier die beste Möglichkeit des Spiels bis dato vorbereitet. Ecke Pertl, kommt nicht so schlecht. Und zweiter Ball für Zack Lamm, aber der ist ihm buchstäblich vom Schlappen gerutscht. Nochmal die Chance. Werden wir hier nochmal einen weiteren Sommertransfer bestätigt sehen. Mats Hummels, das haben wir natürlich alle mitbekommen, ist zurückgekehrt zum großen FC Bayern. Gülkan Gül holt den Kopfball. Eisfeld. Das war ein perfekter Pass für Mlappa. Das ist auch schon wieder so eine Auffälligkeit. Auch in den anderen beiden Partien, in den ersten beiden Testspielen, so gegen Ende einer Halbzeit, fängt der VfL auf einmal an, aufzudrehen und ein bisschen Powerplay zu betreiben. Belohnt sich allerdings in dieser Situation leider nicht. Aber nochmal die Ecke, wieder Pertl. Wo läuft denn Pinier in Lapper hin? Die Laufwege waren bei diesem Eckstoß jetzt gerade etwas sehr merkwürdig. Ich glaube, ich sollte in Zukunft bei Standardsituationen auch den Spieler anwählen, wohin die Flanke hinkommen soll und nicht einfach auf selbst auf gut Glück mal die Flanke reinschlagen. Auf jeden Fall Pause. Jetzt gibt es mal wieder den berühmten Eukalyptus-Tee, den Eugen Eukalyptus-Familie in Australien ja selber anbaut. Vielleicht bringt dieser Eukalyptus-Tee zur Pause ein bisschen, setzt er ein bisschen neue Kräfte frei. Wobei, wenn wir die Zwischenergebnisse sehen, sind wir nicht besonders motiviert, denn wir sehen, Burg Perona führt zur Pause gegen Brøndby mit 1:0. Sprich, selbst wenn wir hier heute noch 10 Tore schießen, wir würden beim aktuellen Stand schon in der Gruppenphase leider Gottes ausscheiden. Gut, aber nicht so schlimm. Diese Testspielphase ist halt dazu da, um ein bisschen die Mannschaft kennenzulernen. Und wir haben schon, oder ich habe zumindest für meinen Teil schon den ein oder anderen Schluss folgen können. Sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wir geben noch nicht auf. Wir haben noch eine Halbzeit zu spielen und da wollen wir uns auch noch weiterhin gut präsentieren. Sagt Lamm. Ausdauertechnisch schon ein bisschen angeschlagen. Hat mir zwar gut gefallen, aber er wird jetzt mal ersetzt durch Davidovic, eigentlich Innenverteidiger. Heute darf er mal auf der 6 spielen. Und ich glaube, ich bringe auch nochmal Alexander Merkel anstelle von Kevin Stöger, der auch schon ein bisschen angeschlagen ist. Oder wollen wir da mal Stiepermann bringen? Als Position ist hier immerhin rechtes Mittelfeld eingetragen. Wisst ihr was, dann darf er mal auf seiner Lieblingsposition im rechten Mittelfeld spielen, auch wenn er im wahren Leben mittlerweile eher auf der Sechserposition spielt. Also wieder der standardmäßige Doppelwechsel zur Pause. Sagt Lamm und Stürger raus, Davidovic und Stiepermann jetzt mit neu in der Partie. Und damit die zweite Hälfte, alle sonst ohne Wechsel, allerdings dafür mit Ballbesitz im zweiten Durchgang von links nach rechts. Kalzen auf Castrati ins Zentrum gelegt, dann die gute Verlagerung, Giassi gegen Pertl. Was war das? War es Handspiel? Ich glaube Handspiel, also abseits dürfte das eigentlich nicht gewesen sein. Da wurde bereits das zweite Handspiel in diesem Let's Play gepfiffen. Für die, die es nicht wissen, Handspiel habe ich hier mit eingeschaltet, allerdings geht das nicht bei Elfmetersituationen, also sollte jemand im Strafraum ein Handspiel begehen, wird das nicht zum Elfmeter gepfiffen. Pertl. Aber es bleibt dabei wieder zu wenig Bewegung und Lapperspässe, die kann man echt in der Pfeife rauchen. Da kommt wirklich kein einziges vernünftiges Anspiel beim Mitspieler an. Weidand geht da früh drauf gegen Arnason. Der bringt den Ball gerade noch zu einem Mitspieler.
Gyasi, der rechts außen. Pertl lässt den Ball da durchrutschen, aber setzt dann gut nach und sichert sein Team dann schlussendlich doch den Ball. Lucida, Schliepermann, erste Aktion, erster Ballkontakt. Wieder Lucida. Versucht von hinten heraus das Spiel so ein bisschen zu ordnen. Eisfeld. So, jetzt mal der Versuch, schnell zu kombinieren, aber Mlappa hängt auch wirklich in der Luft, muss man sagen. Überhaupt nicht im Spiel mit eingebunden. So, Pertl muss dann in den Zweikampf, bekommt Unterstützung. Aber Castrati hat schlussendlich den Ball. Spielt den Ball raus auf Arnason. So, kommt in den Zweikampf, gut gemacht. Eisfeld, Pertl, Peniel Mlappa. Wieder Mlappa, jetzt mal ein guter Pass in die Spitze zu Schliepermann. Der legt zurück für Eisfeld. Und wieder dieser verzweifelte Blick, den wir heute nicht das erste Mal sehen beim Spielmacher des VfL. Aber auch den Ball trifft er alles andere als perfekt. Das ist eben sein Schwachpunkt. Obwohl er ein Zehner ist, ist der Abschluss nicht unbedingt seine Königsdisziplin. Deswegen werden wir ihn jetzt mal auswechseln. Merkel darf auf der 10 spielen und Johannes Wurz, der bislang das einzige Tor unter der Leitung von Eugen Eukalyptus erzielt hat, kommt ebenfalls als Joker in die Partie für den erneut schwachen Peniel Mlappa. Hoff kommt für Riese bei den Norwegern in die Partie nach jetzt einer guten gespielten Stunde. Abstoß von Lee, auch ein sehr interessanter Name, der Torwart der Norweger. Das ist Wurz, erste Aktion und er sucht direkt mal den Abstoß nach dem Zuspiel von Alexander Merkel. Allerdings war der genauso wenig gefährlich wie die beiden ersten Abschlüsse von Thomas Eisfeld. Die waren sogar noch ein bisschen näher dran am Kasten von Lee. So, wieder der Abstoß. Bastian zog den Kopfball sehr gut. Weiland, Merkel und Wurz, der da gefoult wird, denkst du? Schiedsrichter sagt, weiter geht's. Pertl mit dem nächsten abgefangenen Ball. Davidovic, oh, und dann dauert das ab und zu ein bisschen zu lange mit dem Passspiel. Welcher FIFA-Spieler kennt das nicht? Man drückt die X-Taste, weil man will, dass der Spieler den Ball endlich abspielt. Und dann merkt sich das Spiel den Tastendruck und der Spieler, der den Pass bekommt, spielt den Ball dann ungewollt automatisch auch weiter, obwohl man das eben nicht wollte. So, die Norweger lassen den Ball wieder gerade gut zirkulieren. Wieder Lucida dazwischen. Also der Franzose bislang für mich der stärkste Bochumer in dieser Vorbereitung. Kurz mit der Hacke. Ah, und dann der versuchte Doppelpass mit Merkel. Da war Wurz wohl aber im Abseits. Das wird anhand dieser Wiederholung und dieser Linie auch Eugen Eukalyptus nicht anders sehen. Nächster Wechsel, Arnason geht und der nächste Lee, nämlich Olobjorn Lee, kommt in die Partie. Keine Ahnung, ob er mit dem Torwart verwandt oder verschwägert ist. Könnte durchaus möglich sein. Foulspiel von Davidovic, Fragezeichen. Nein, Stürmer-Foul entschieden. Okay, wenn ich ehrlich bin, habe ich das ehrlich gesagt eher andersrum gesehen. Aber okay, den Pfiff nehmen wir natürlich gerne mit. Davidovic, Pertl, aber auch die Pässe des Linksverteidigers in die Spitze finden kein Abnehmer. Gut nachgesetzt von Merkel, allerdings auch hier wieder ohne Erfolg, aber dann wieder irgendwann der Befreiungsschlag. Wurz, Merkel, wieder Merkel, versucht er wieder durchzustecken durchs Zentrum, aber da stehen die Norweger dicht gestaffelt und können auch diesen Pass abfangen. Geterson, Castrati, scheinen auch einige Isländer im Team der Norweger zu sein. Und da versucht Castrati es wieder ganz geschickt zu machen. Der kommt auch den zweiten Ball wieder zurück in die Füße. So, aber jetzt haben wir den Ball mal gewonnen von Moritz Schliepermann. Weiland, Pertl,
Aber es bleibt dabei zu wenig Bewegung, zu wenig Offensivdrang bei den Akteuren des VfL Bochum. Vielleicht jetzt über Celozzi, der jetzt mal ein paar Meter mitmacht. Und jetzt gewinnt Stiepermann den Ball, aber Ball springt ihn ein bisschen zu weit weg. Und Lee kann den Ball aufnehmen. So weiterhin 0 zu 0. Keine Tore hier im letzten Gruppenspiel zwischen Bochum und alle. Sonst, wir können nochmal wechseln. Kurz vor Schluss, Hydra kommt nochmal in die Partie. Anstelle des starken Lucida. Und auch Bandowski darf nochmal rein. Anstelle von Weiland. Pertl darf mal vielleicht eins vor. Der auch sehr gut im linken Mittelfeld spielen kann. Ähnlich wie Bandowski. Beide Spieler, die die linke Außenbahn beackern können. So, 7 Minuten vor dem Ende. Also nochmal die letzten Wechsel auf Bochumer Seite. Und nochmal ein paar Momente, zumindest Zeit, vielleicht doch nochmal ein Tor zu erzielen. Schlussendlich, wenn es dabei bleiben sollte, war dieses Vorbereitungsturnier doch eher eine Enttäuschung. Aber noch haben wir 5 Minuten. Stiepermann, aber das dauert alles viel zu lange mit der Ballkontrolle auch. Ist natürlich klar, dass das hier keine 80er-Spieler sind, die perfekte Ballkontrolle beherrschen, aber ein bisschen mehr könnte da zum Teil dann trotzdem schon kommen. Vor allem, was die Bewegungsabläufe angeht, da muss einfach das Ganze noch viel, viel flüssiger laufen. Guter Ball von Wurz. Stiepermann, schöne Drehung. Und wieder das Powerplay in der Schlussphase einer Halbzeit. Johannes Wurz hat auf jeden Fall, wie ich finde, viel Schwung gebracht. Genau wie Stiepermann, der hier allerdings im kurzen Eck an Lee scheitert. Nochmal der Wechsel bei den Norwegern. Larsen kommt für Carlsen. Für die letzten Sekunden. So, und jetzt möchte ich mal einen Spieler anwählen. Ah, jetzt habe ich einen. Nämlich Johannes Wurz. Warum macht er ihn denn flach? Okay, das muss ich glaube ich noch ein bisschen lernen, wie genau das funktioniert. Merke nochmal. Nachspielzeit läuft, aber auch das Zuspiel in die Spitze. Einfach zu ungenau. Und so bleibt es am Ende. Jetzt ist es amtlich. Beim torlosen Unentschieden 0 zu 0. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Am Ende, wie ich finde, ein etwas enttäuschendes Vorbereitungsturnier. Ohne Sieg, eine Niederlage, 2 Unentschieden. Zum Auftakt das 0 zu 1 gegen Brøndby. Dann das 1 zu 1 gegen die Franzosen aus Pergona. Und heute also das torlose Unentschieden gegen den Alesunds FK. Keine optimale Vorbereitung. Ich bin mal sehr gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf unsere Popularität haben wird. Ob die jetzt vielleicht sogar ein bisschen nach unten geht. Nachdem wir schon in der Gruppenphase in diesem Vorbereitungsturnier ausgeschieden sind. Statistisch gesehen waren wir heute auf jeden Fall die überlegene Mannschaft. Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr Schüsse und sogar eine höhere Passgenauigkeit. Also spielerisch muss man sagen, war Alesunds von unseren 3 Gegnern der wahrscheinlich schwächste, aber wir konnten es mal wieder nicht in Tore ummünzen und gehen deswegen erneut nicht als Gewinner vom Platz. Spieler des Tages finde ich zu Recht auf jeden Fall. Erneut Lucida, unser Franzose im defensiven Mittelfeld mit einer 7,8, hat ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Und unser schlechtester Spieler war Johannes Wurz mit einer 5,5. Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht empfunden. Hat ein, zwei sehr gute Pässe gespielt. Vor allem der Pass auf Stiepermann kurz vor Schluss. Okay, aber da wurde seine Leistung, sein Aufwand wohl nicht belohnt. Pertl mit einer 7,7 auch ganz gut dabei. Davidovic mit einer guten Leistung. Gökhan Gül mit einer guten Leistung. Aber schlussendlich Eisfeld auch mit einer guten Leistung. Mit einer 7,1. Hatte 2 gute Möglichkeiten. Aber schlussendlich alles offensiv ein bisschen zu mager. Vielleicht müssen wir vor dem Zweitligastart in Düsseldorf auch taktisch gesehen noch vielleicht die eine oder andere Feinheit vornehmen. Bei Brøndby gegen Pirona ist es übrigens beim 0:1 geblieben. Wäre also egal gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Aber das ist schlussendlich auch egal. Wir sind ausgeschieden und können uns jetzt voll und ganz in den nächsten gut 3 Wochen sind das, ne? 1, 2, 3,
sogar fast 4 Wochen. Können wir uns nochmal ein bisschen auf den Transfermarkt umschauen? Hatte ja schon in den letzten Parts immer wieder gesagt, dass wir da noch ein, zwei Offensivakteure verpflichten wollen, möglichst als Laie mit Kaufoption. Das werden wir allerdings, glaube ich, erst beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Was wir in diesem Part noch machen, ist auf jeden Fall das Training wieder einzustellen. Gökhan Gül bekommt wieder seine 2 Einheiten. Eisfeld, das haben wir im heutigen Spiel gesehen, muss unbedingt seine Schussgenauigkeit verbessern. Und Stiepermann, genau, der steht ja kurz vor einem Stärke-Update, deswegen haben wir da gesagt, soll der erstmal auf die 70 kommen. Mit einer guten Trainingsleistung wäre das durchaus möglich, allerdings bekommt er nur die Note D, der gute Stiepermann, deswegen reicht das nicht. Aber Eisfeld hat sich gut entwickelt, Note A beim Ballbesitz halten und Note C bei Schussgenauigkeit. Gökhan Gül, das war jetzt eher unterdurchschnittlich, eine Note C und einmal die Note F. Also auch da, im Training, als auch im Spiel, als auch taktisch, eigentlich in allen Belangen, ist wirklich noch Luft nach oben. Es heißt also noch wirklich viel, viel zu verbessern. Wir gucken mal ganz kurz. Oh ja, Top-Transfers können wir auch mal ganz kurz darauf schauen. Gucken wir gleich drauf. Aber ich wollte noch mal kurz die Endtabellen im Vorbereitungsturnier mir ganz kurz anschauen. Beziehungsweise wir gucken uns einfach die beiden Halbfinals an, denn dort trifft Rotterdam auf Brøndby Kopenhagen und im... Ich muss mal kurz zu der Tabelle wechseln. Und im anderen Spiel trifft Excel Mouscron auf Burg Peronar, die schlussendlich sogar Gruppensieger geworden sind und Brøndby im letzten Spiel noch überholt haben. Okay, aber dieses Vorbereitungsturnier, das lassen wir jetzt hinter uns. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt konzentrieren wir uns voll und ganz auf den Zweitligastart. Und übrigens, unsere Beliebtheit ist immer noch bei 80 Punkten. Sehr gut zu wissen. Immerhin ein paar Formkurven sind nach oben gegangen bei Lucila und Stiepermann, unserer vermeintlichen Doppel-6. Pertl hat ebenfalls ansteigende Form. Lappers Formtief wurde auch behoben. Das ist doch schon mal sehr schön zu sehen. Und ansonsten sind alle bei durchschnittlicher Form. Alles klar. Und wie gesagt, am Kader wird sich eventuell bis zum Zweitligastart auch noch ein bisschen was verändern. Das werden wir dann aber, wie gesagt, uns im nächsten Part anschauen. Es wurden übrigens noch ein paar neue Spieler gescoutet. Das können wir auch ebenfalls beim nächsten Mal machen. Was wir jetzt nochmal eben machen können, der Transferüberblick. Wie viele Transfers werden hier tatsächlich alle Transfers angezeigt? Das finde ich cool. Bei meinem Verein natürlich noch keine Transfers. Aber es werden anscheinend alle bis dato Transfers, die ausgeführt wurden, mit aufgelistet. Zum Beispiel hat sich Eintracht Braunschweig schon verstärkt mit Vallejos, der mir ehrlich gesagt nichts sagt, aus Audax Italiano gekommen. Vermutlich ein italienischer Zweitligist. Emineke wechselt zu Stoke City für 4,3 Millionen Euro vom Fenerbahce. Da hatten wir ja schon im ersten oder im zweiten Part die Gerüchte gelesen, dass er da eventuell zu den Potters wechselt. Dann auch ein sehr interessanter Transfer, Diego Rolan von Girondins Bordeaux, der 23-jährige uruguayische Angreifer, wechselt für 12,5 Millionen Euro zum BVB nach Dortmund. Sehr schneller, kopfballstarker Mann. Sehr guter Transfer beim BVB. Und auch der KSC hat sie verstärkt. Ich denke mal, das sollte das Alter sein, die Zahl, ne? Vallejos ist 26, Emineke 29, Rolan 23. Ja, das kommt auf jeden Fall hin. Der KSC verstärkt sich mit einem 32-jährigen Brasilianer, so wie es aussieht, mit Sebeira. Und lässt sich das immerhin 825.000 Euro kosten. Für einen Zweitligatransfer eine ganz ordentliche Summe, vor allem bei einem 32-Jährigen. Heidenheim hat ebenfalls einen neuen Spieler verpflichtet, und zwar Ayrisch, 23-Jähriger von Admira Wacker aus der österreichischen Bundesliga, für 160.000. Ein Schnäppchen vielleicht. Und auch Greuther Fürth hat sich verstärkt. Von Sevilla Atletico wechselt der 21-Jährige Juanier für 850.000 Euro nach Fürth. Also unsere Konkurrenten schlagen schon auf den Transfermarkt zu. Und auch ein sehr interessanter Transfer, der von Nasing, der ehemalige niederländische Nationalspieler, wechselt für 5 Millionen Euro vom PSV Eindhoven zu Celta Vigo in die Primera Division. Wir haben noch 6 Mails bekommen. Die lesen wir uns nochmal eben durch. Abschlussbericht. Wow,
Wir haben schon die ersten Abschlussberichte zu Sarin-Senba See und zu Silalen, die uns ja interessieren, und auch zu Julian Green. Okay, dann haben wir beim nächsten Mal auf jeden Fall schon ein bisschen was zum Schauen. Und obwohl wir ausgeschieden sind aus dem European International Cup, bekommen wir ein bisschen Budget, nämlich 800.000 Euro zusätzliches Transferbudget. Hat sich also gelohnt, auf jeden Fall bei diesem Turnier mitzuwirken. Und der Bochum-Vorstand sagt, deine European International Cup-Leistung, sehr geehrter Herr E. Eukalyptus, schade, dass wir nicht ins European International Cup-Finale nicht geschafft haben, aber wirklich wichtig ist, dass das Team zu Saisonbeginn fit und gut vorbereitet ist. Wir vertrauen weiterhin auf ihre Fähigkeiten und darauf, dass die Saisonerwartungen erfüllt werden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison mit ihnen. Okay, die sind also nicht nachtragend, sehr gut zu wissen. So, und Gürkan Saklam, die letzte Partie. Hey Trainer, danke, dass Sie mich haben spielen lassen. Ich habe mich ganz gut geschlagen, denke ich. Okay, er sucht auf jeden Fall hier die Konversation mit Eugen Eukalyptus, der gute Gürkan Saklam. Alles klar, aber liebe Freunde, ich würde sagen, mit diesen Worten machen wir an dieser Stelle den nächsten Schnitt. Beim nächsten Mal haben wir dann, wie angedeutet, gute 4 Wochen Zeit, uns auf den Transfermarkt noch ein bisschen umzuschauen. Sprich, der nächste Part wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Überlänge haben. Allerdings, das kann ich jetzt schon mal sagen, es wird keine 2-Stunden-Parts mehr geben, weil, ich hatte es schon im letzten Part ja kurz angesprochen, ich diverse Probleme habe, beziehungsweise mein Renderprogramm hat diverse Probleme bei solch großen Parts, diese zu rendern. Deswegen, ich werde wahrscheinlich so ein Zeitlimit von maximal 1 Stunde setzen. Aber ich denke, damit sollten wir im nächsten Part ganz gut zurechtkommen. Also, beim nächsten Mal ein kleiner Transferpart und im übernächsten Part geht es dann schon los mit dem Zweitligastart. Und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Bange, ob wir schon, oder ob ich vielmehr schon dafür bereit bin. Das Vorbereitungsturnier hat gezeigt, es geht noch einiges aufzuarbeiten. Aber gut, das schauen wir uns in den nächsten Folgen an. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart bei diesem Part von Let's Play FIFA 17 Karrieremodus mit dem VfL Bochum. Ich sage Glück auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Killer.